deinen schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. So, hallo, da sind wir wieder, Silent Hill Homecoming. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen durch das Grand Hotel gekämpft. Wir haben eine komische Frau gefunden, für die wir Erinnerungen sammeln sollen oder so. Also im Prinzip geht es, glaube ich, darum, Fotos zu finden, die Erinnerungen von ihr darstellen oder so. Eine haben wir schon, die haben wir eigentlich auch noch gar nicht untersucht, fällt mir gerade ein. Fotos? Nee. Nee. Okay. Wo? Hä? Okay, wir haben das... wir haben es im Inventar, glaube ich. So ist es. Ja. Alchemiller Postkarte. Dieser Gegenstand kann nicht benutzt werden. Wir können ihn auch nicht untersuchen. Wir haben hier auch noch die zerbrochene Uhr. Das ist ein Baum. Wir brauchen noch Zuckerwatte und Sonnenschein oder irgend sowas. So, und wir sind im 5. Stock und deswegen untersuchen wir den 5. Stock. Ha. Und hier kommen sicher gleich Käfer raus, oder? Ja, das war so klar. Da kommen immer Käfer raus aus diesen Löchern. So. Und einer sitzt schon wieder auf mir drauf. Take it down. Yay. So, und hier haben wir eine Notiz. Jim, Sie waren gestern Abend wieder hier. Ich sah, wie Carol in Richtung Ballsaal schlich und Sie wissen ja, wozu das führt. Ich weiß nicht, was der Alte machen würde, wenn er es herausfinden. Bei seiner Gesundheit würde er es vielleicht nicht überleben. Denken Sie, ich sollte etwas sagen? Paul. Okay, da haben wir noch ein paar Beteiligte. Da haben wir noch ein paar Beteiligte in der dramatischen Romanze. So. Wir gehen in den nächsten Raum. Oder auch nicht? Nee. So. Ich rechne, dass hier jetzt jederzeit wieder irgend so ein Klapperding um die Ecke hüpft. Also, ja, da ist es auch schon. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Oh, aber die sind ein bisschen böse. Weil die nämlich eine ziemlich große Range haben. Aber eigentlich jetzt nicht so problematisch gewesen, der erste zumindest. Au, das ist ein bisschen... So. Quicktime-Events. So, na komm, jetzt kipp mal um. Au. Und schon wieder. Ja, klick dann und. Hit it. Bam. Oh, komm schon. Ah. Yay. So. Ja, es hat jetzt plötzlich keinen Kopf mehr. Ach so, nee, der Kopf ist ja da. Ja. Hoppla. So, dann schauen wir mal da rein. Oder auch nicht. Da habe ich gerade was Leuchten gesehen. Ah, da können wir rein. Was ist denn hier? Kann ich hier runter untersuchen? Es scheint stabil genug zu sein, um da... Es scheint stabil genug, um da runter zu klettern, so. Was ist denn da leicht? Stacheldraht? Du willst an Stacheldraht runterklettern? Du bist auch nicht mehr ganz helle, oder? Naja. Okay, ist hier sonst irgendwas? Ich habe hier irgendwas leuchten gesehen, aber vielleicht war das nur die Reflexion von diesem Rohr oder so. Ist hier was drin? Gestank raubt mir den letzten Atem. Okay, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Da kommen wir ja wieder runter in Stockwerk 400, ins vierte Stockwerk. Aber ja, vermutlich hier in den Hauptbogen oder so. Irgendwo war noch das Dach eingestürzt, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Aber zuerst schauen wir uns natürlich mal hier noch weiter um. Wenn da so viele Räume sind, muss es irgendwo reingehen. Hier zum Beispiel... Könnten wir noch rein? Können wir auch irgendwo rein, ohne uns durchzuhacken? Ah, noch mehr Käfer. Na komm. Keine Käfer? Ich trau dem nicht. Ah, aber eine Notiz. Jim. Oh, ach Mann, bin ich blöd, da war ich ja schon drin. Ja, gut, keiner hat das gesehen, wir werden es nie wieder erwähnen. Ja, hier ist ja die Treppe zum Stiegenhaus. Mann, bin ich dämlich. Alles klar. So, gut. Ich dachte mir schon, ich habe doch hier schon mal eine Tür mit Brettern gesehen. Da gibt es zwei davon. Na gut.
So, dann müssen wir eigentlich hier checken. Da waren wir noch nicht, oder? Da haben wir keine Tür, da haben wir wieder so einen Schacht. Und da haben wir noch eine Tür. Da können wir aber eh nicht durch, okay. Ja, ey. Es kommt aus dem Loch. Klicken! Schneller! Bam! Komm! Oh, das ist auch vollkommen unbeeindruckt von meinen Kombos und so. Das kann die auch unterbrechen, einfach so. Das ist so ähnlich wie das Smogmonster. So, da war ich jetzt schon drin. Mann, ich bin schon wieder so verwirrt, weil hier alles immer so ähnlich aussieht. So, wir hacken uns jetzt einfach mal da durch. Da weiß ich wenigstens, dass ich da noch nicht drin war. Ich muss sogar dreimal klicken. Wahnsinn. Die Abwechslung. So, und da liegt was. Pistolenmunition erhalten. Das ist ja nett. So, kann ich ins Bad? Nee. Okay, dann hacken wir uns noch durch die andere Tür. Hier müssten wir eigentlich irgendwann mal wieder endlich einen Hinweis finden. So viele Stockwerke kann ja das Hotel... Oh, da können wir uns durchschieben und da liegt, glaube ich, ein Foto auf dem Bett. Ja, wunderbar. Dann haben wir unseren zweiten Hinweis. Zuerst checken wir nochmal das Bad. Also Hinweis, das sind ja eigentlich Erinnerungen oder so. So, schieb mal. Und Gegner? Nee, okay. So, oh. Auf diese Postkarte könnte eine ihrer Erinnerungen sein. Auf der Rückseite ist eine Nachricht. Was für ein wunderschöner Tag. Der Duft von Zuckerwatte und der Klang von Lachen erfüllte die Luft. Ein Tag wie dieser lässt mich wieder die Zeit schätzen, als wir noch jung und unbeschwert waren. Familie ist das Wichtigste und unsere Kinder sind die Zukunft. Ich wünschte, ich könnte mich wieder so unschuldig fühlen. Wir sehen uns bald. Lakeside Vergnügungspark Postkarte erhalten. Den kennen wir ja noch aus Silent Hill 3 zumindest. Für die Leute, die sonst mit der Silent Hill Serie nicht vertraut sind. Nehmen einen Gesundheitsdrink. Yay. So, können wir da durch? Nee. Na gut, dann würde ich sagen, wir wechseln wieder ein Stockwerk nach unten, wie es scheint. Und zwar, wo war das jetzt? Nee, da drüben war das. Oder, Mann, ich bin schon wieder so verwirrt. Wo ging es nach unten? Hier, nee, Mann! Wo war das Loch? Nee, das war in einem Zimmer drin. So, hier war es drin. Schrecklich. Wirklich schrecklich. So, okay, wir klettern hier mal nach unten. Wo kommen wir denn da raus? Wir sind jetzt hier drin. Da kommen wir in 403, da konnten wir nicht rein. Aha. So, wo kann ich runter? Da kann ich runter. Ah, okay. Er springt einfach so runter. Ich dachte schon, er hält sich am Stacheldraht fest. Waren wir da nicht auch schon drin? Nee, da waren wir noch nicht drin. Oder? Wir waren aber schon im Badezimmer. Wenn wir schon im Badezimmer waren, müssen wir in dem Zimmer doch schon drin gewesen sein, oder? Oh, es ist eine Postkarte. Auf der Rückseite ist eine Nachricht. Ich muss eine traurige Geschichte berichten. Gestern ruderte ich mit einem Boot, soweit ich konnte, auf den See hinaus und hielt mein Gesicht ins kalte, klare Wasser. Als ich mich seitlich aus dem Boot lehnte, verfing sich meine Halskette am Ruder und riss. Ich sah noch, wie dein Geschenk an mich im dunklen Wasser versank. Ich wollte hinterher springen, aber das Wasser war so kalt und tief. Bitte, vergib mir. Ich vermisse dich. So, Toluca Lake stand da mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe alle Andenken gefunden, die diese Frau sucht. Ich sollte sie ihr geben. Ja, das habe ich gerade gesagt, du Sack. So, okay. Das heißt, wir müssen wohl hier wieder raus. Weil hier geht es ja irgendwie nicht weiter. Und dann werden wir wohl die Treppe wieder nehmen, die wir raufgekommen sind. Und gehen dann wieder zu der Creepy Lady. So. Was liegt denn hier eigentlich? Achso, das ist nur irgend so ein Wandteil. Und da klappert schon wieder was. Ich sehe es nicht. Wo ist es? Da ist es. Bam. Und komm. Nochmal. Nochmal. Wow.
Na komm, einmal noch. Ich glaub, man ist mit dem Messer besser dran, weil wenn man den Gegner schlägt, dann kann er keine Attacken durchführen und Messer ist nun mal die schnellste Waffe, die man hat. Und von daher, es würde zwar... Ich werde das mal probieren, ganz einfach. Da ist eh schon wieder einer. Au, 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 au. Okay, das funktioniert doch nicht so gut. Messer ist auch nicht so viel schneller. Es ist schon schneller, aber es ist verwirrender zu kämpfen, weil alles so schnell geht und so unübersichtlich ist irgendwie. Und man weiß nicht, wie oft man jetzt genau hergeschlagen hat. Ja, und die schlagen trotzdem einfach gleich nach der Attacke her. Denen ist das alles egal. Also es dauert nur ewig lang mit dem Messer. Na komm, jetzt muss er aber trotzdem mal umkippen, oder? Ich treffe den auch nie, glaube ich, weil ich immer zu weit weg stehe. Na oh, komm, jetzt muss aber dann mal gut sein. Ich meine, hallo. Okay, das wird mir jetzt echt zu blöd. So, wir nehmen wieder die Axt. Und wir nehmen auch gleich einen Gesundheitsdrink. Denn das sah nach einer bösen Attacke aus. Jetzt habe ich schon wieder nur das Messer. Was geht? Ich wollte doch gerade hier Ding nehmen. So. Ah, jetzt hat er die Axt. So. Bam, bam. Na, geht doch. So, das war ein etwas künstlich hinausgezögerter Kampf. Und wir gehen die Treppe runter. Wir müssen, um zu der Frau zu kommen, allerdings dann noch ein Stockwerk runter. Und da ist schon wieder irgendwo so ein Ding, oder? Ah. Nimm das. Au. Ja, für die Nurses ist die Axt zu langsam. Da kann ich meine Combo nicht machen. Da werde ich mir ein Rohr wählen. So. Bam, bam. Warte. Nochmal schnell. Ja, ich bringe meine Combo bei der nicht an. Es geht einfach nicht. So. Aber die werden, glaube ich, stärker, die Nurses, weil am Anfang hatte ich mit denen überhaupt kein Problem. Die haben mich nicht einmal getroffen. Vielleicht ist auch einfach das Messer die beste Waffe gegen Nurses. Obwohl das Messer jetzt gerade irgendwie ziemlich enttäuschend war im Kampf gegen dieses Needle-Ding da. Ich glaube, die heißen Needle. Ich habe das mal auf einem Loadscreen irgendwo gelesen. Da stehen nämlich manchmal Namen von Monstern. Ja, Messer ist gegen Nurses am besten. Und da ist noch eine drin. Kommt die da durch, oder? Ah, egal. Ja, Messer ist ganz einfach am besten gegen Nurses. So, wo ging's denn jetzt nach unten? Ah, hier. Runterklettern. Und da kommt schon wieder irgendwas. Ich weiß nur noch nicht was. Das klingt überhaupt sehr seltsam. Oh, das ist ein Smog. Smog, wie auch immer. Da werde ich dann doch wohl meine Waffe nehmen. So. Lauf mal. Au, 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 äh. Okay, das lief mal nicht so cool. Und wieder ein Gesundheitsdrink. Mann, Mann, Mann. Ich gehe überhaupt nicht unsparsam mit den Dingen um. So, wo ist es jetzt? Komm, fleh dich mal auf da. Das war mal gut. So, komm. Fleh dich. Au, hey, wieso schießt er nicht? Mann, jetzt habe ich aber geklickt und er hat mich geschossen. Das ist ja unfair. So, nochmal. Puff. Zwei Schüsse. Wenn man es gut macht, reichen zwei Schüsse für die Dinger. Naja, das geht. Eigentlich. Was mir einfällt, ist, wir haben in diesem
Zimmer. Sollte da nicht ein Entchen sein irgendwo? Welches Zimmer war das? 400... Ne, das war ein Stockwerk weiter oben. Ich schau da nochmal rauf. Da sollte doch in irgendeinem Zimmer ein Entchen gewesen sein, oder? Haben wir das Entchen gefunden? Ich glaube nicht. Und irgendwas musste die Nachricht ja bedeuten, oder? Warum sollte da einer was von einem Entchen schreiben, wenn dann kein Entchen da ist? 405 war es, glaube ich. 404 war das Face und 405 sollte ein Entchen irgendwo sein. Ein Entchen ist normalerweise im Bad, aber hier ist kein Entchen. Ist hier ein Entchen? Hier auch nicht. Hier irgendwas? Nee, aber irgendwo muss ein Entchen sein. Der hat doch irgendwas von Entchen geschrieben. Da bin ich jetzt aber echt enttäuscht. Versprechen mir die hier ein Entchen und dann ist kein Entchen da. Ist hier irgendwo was Entchenartiges? Hey, wieso habe ich mich da gar nicht durchgehackt? Was ist da dahinter? Das ist aber komisch. Habe ich komplett übersehen. Oh, da ist ein Koffer. Und irgendein Gegner. Ich höre es schon wieder rauschen. Oh, ein Serum. Naja, das wollen wir natürlich nicht missen. So, und was ist da jetzt für ein Gegner? Oh, Käfers. Und ich habe schon wieder einen oben sitzen. Verpiss dich. So. Okay, dann würde ich sagen, jetzt können wir getrost wieder nach unten gehen zu der alten Frau. Wenn ich nur jetzt wieder wüsste, wo das ging. Ah ja, da. Mann, ich bin so verwirrt, wenn hier alles gleich aussieht. Ich kenne mich sowieso schon nicht aus und So. Wir sind jetzt ja schon im richtigen Stock, glaube ich, oder? Ja, wir müssen nur hier durch, glaube ich. Und hier nochmal. Und dann einmal irgendwo hindurch zwängen. Ja. Okay, dann schauen wir mal, was die Dame sagt. Is this what you wanted? Thank you. Oh, okay, wir haben einen seltsamen Schlüssel erhalten. Seltsamer Schlüssel. Ich finde es so dämlich, dass es in diesen Menüs keine Beschreibung von irgendwas gibt. Dass man da wenigstens untersuchen klicken könnte oder irgend sowas. So, wir haben den Schlüssel. Ich denke mal, der könnte vielleicht die Tür zum Atrium öffnen. Wäre das möglich? Irgendeine Rolle scheint ja das Atrium zu spielen und ich habe jetzt sonst keine Erinnerung an irgendeine verschlossene Tür. Ist hier irgendwas verschlossen? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich denke, das wird irgendwas mit dem Atrium zu tun haben. Die Frage ist nur, wie kommen wir da runter, denn der Aufzug ist ja kaputt. Wir müssten irgendwie zum Treppenhaus. Das Blöde ist nur, hier ist ein Loch, da können wir nicht zum Treppenhaus. Und hier war ja das Treppenhaus zu Ende. Also da ging es nach oben irgendwo, aber nicht nach unten. Naja, egal, damit werden wir uns beim nächsten Mal befassen. Denn, nee, hier war ja eine Tür. Ah, Mann, bin ich blöd. Hier war doch die Tür. Ja, genau, hier ist eine verschlossene Tür. Okay, durch die werden wir uns das nächste Mal begeben. Denn ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann. Bis dann.